Eventuell habt ihr es ja mitbekommen, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit für ein paar Tage in Namibia, also so richtig draußen, offline und mit echten Tieren. Da sind ja auch zwei Videos entstanden, zum einen ein Nerdranking mit dem passenden Thema Spiele, die in Afrika stattfinden und ein Random Game Facts, was ich in den verschiedenen Locations da aufgenommen habe und wo es ein paar Special Hosts gab, nämlich zum einen den Peter von den Pete's Meets, den Malternativ, den Malte und unseren Lieblings-Minecraft-Jungen, den Dena. Die habe ich euch hier verlinkt, könnt ihr euch mal durchklicken, wenn ihr wollt. Aber jetzt, in diesem Moment, fragt ihr euch wahrscheinlich viel eher, Frodo, warum ist da oben jetzt ein P? Was ist denn hier das Product Placement? Namibia als Land oder was? Und das ist gar nicht so falsch, ist aber eher der Transparenzgedanke, der hier mitschwingt. Obwohl ich nämlich kein Geld bekommen habe für die ganze Reise, gab es ein paar Sponsoren, die einige der Kosten übernommen haben. Das reicht von South African Airlines, die zum Beispiel die Flüge geklärt haben hin und zurück und die verschiedenen Lodges, in denen wir dann kostenlos wohnen konnten, bis hin zu der Firma, die uns das Fahrzeug gestellt hat, mit dem wir da durch die Gegend gefahren sind. Aber jetzt die Frage, warum fährt man als Gamer nach Namibia und dann nicht mal in die großen Städte, sondern wirklich raus in den Busch, wo es wenig bis gar kein Internet gibt und vor allem keine Gaming-Szene? Das Ganze fängt an mit diesem Typen hier. Das ist Ease. Und auch wenn der auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, der ist Namibianer, der ist da geboren und groß geworden und der liebt sein Land. Und das zeigt er auf verschiedene Arten und Weisen. Denn zum einen ist er Musiker und bedient sich da einer Musikrichtung, die nennt sich Kwaito. Die ist gerade im südafrikanischen, namibischen Raum sehr verbreitet. Und zum anderen arbeitet er sehr eng mit dem namibianischen Tourismusboard zusammen und lädt eben Leute ein, die Namibia vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, um sich das mal anzugucken und gerade in meinem Fall eben die Erfahrung mit euch zu teilen. Und in diesem Sinne würde ich euch jetzt einfach mal erzählen, was auf dem vierten Roadtrip, den er mittlerweile organisiert hat, alles aus meiner Sicht passiert ist. Fangen wir mal mit den Vorbereitungen an. In meinem Fall, ich war noch nie in Afrika, also habe ich erstmal beim Tropenzentrum angerufen und gefragt, wie sieht es denn aus, brauche ich irgendwelche speziellen Impfungen, vielleicht Malaria war so eine der Krankheiten, die direkt in meinem Kopf rumschwirrte, wurde mir direkt versichert, gibt es natürlich, aber ist gerade in Namibia eigentlich kein großer Malaria-Herd. Dementsprechend reicht es völlig aus, wenn du deine normale Tollwut-Impfung hast und die ganzen Hepatitis-Impfungen und halt diesen ganzen Standardkram, den man in Deutschland eventuell auch haben sollte. Im Worst-Case-Szenario komme ich wieder zurück nach Deutschland, die Inkubationszeit ist eh ein bisschen länger, merke dann hier, oh, mir geht es jetzt nicht so gut und dann gehe ich halt zum Arzt, mache einen Bluttest und dann kann man da immer noch gegen vorgehen. Gehen wir mal weiter, es geht zum Packen. Und ich habe beim Packen so ein System, ich teile das Ganze in vier Kategorien ein. Kategorie 1 ist der ganze wichtige Kram, also Reisepass, alle Reisedokumente, in dem Fall habe ich meinen Impfpass auch noch mitgenommen, vorsichtshalber, Geld und so, dieser ganze Kram. Die zweite Kategorie sind dann so Hygieneartikel. Zahnbürste, Zahnpasta ist klar, ganz wichtig in Afrika, natürlich Sonnencreme, du verbrennst halt sonst einfach und noch viel wichtiger, Insektenschutzmittel, denn obwohl die Viecher nicht unbedingt Malaria übertragen können, gibt es einfach genug Zeug, was da rumfliegt und dich beißen will. Die dritte Kategorie sind Klamotten und da wird es schon wieder interessant, denn Namibia liegt ja unterhalb der Äquatorlinie, das heißt, wenn bei uns im Mai so langsam alles Richtung Sommer geht, fängt da eben der Winter an. Es kann tagsüber durchaus passieren, dass du da deine 22, 23, 24, 25 Grad kriegst, aber da das alles so ein bisschen steppen- und wüstenhaft angelegt ist, ist es eben so, dass selbst wenn es tagsüber warm ist, nachts die Temperaturen wirklich ziemlich niedrig werden können. Du hast dann da deine 2, 3, 4 Grad. Das heißt, wenn du tagsüber in einer kurzen Hose rumrennst, frierst du dir abends eiskalten Arsch ab. Und auch wichtig, wurde mir Gott sei Dank rechtzeitig gesagt, da wir ja auch mal wilde Tiere im Busch in echt sehen wollen, wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn du eher so Erdfarben anziehst, Ocker, Beige und wie die alle heißen. Also man sollte jetzt nicht mit seinem Lieblings-neonpinken T-Shirt oder neongrünen Sneakern durch die Gegend rennen. Die vierte und letzte Kategorie beim Packen bei mir ist die Technik. Das fängt bei Haushaltsaufenthalten bei mir immer erstmal mit dem Adapter an. Ich mache das mal so, ich nehme mir meistens mal einen Adapter mit und stecke dann da irgendwie eine 3er oder 6er oder 10er Verteilerdose ran. Und in Namibia und generell da unten in Afrika braucht man einen M-Adapter. Also habe ich mir schnell am Flughafen einen gekauft. Der Rest war gar nicht so schwer. Rechner habe ich mitgenommen, vorsichtshalber zum ein bisschen schneiden. Und eine Kamera habe ich mitgenommen, aber nur eine kleine. Denn es hieß vorher, bitte bringt nicht allzu großes Kameraequipment mit. Denn, was man nämlich auch braucht, wenn man da einreisen will, ist ein Visum. Und in unserem Fall hatten wir so ein Medienvisum. Das heißt, wir sind halt vor Ort gewesen und durften ein bisschen filmen, aber wir hatten nicht die explizite Erlaubnis, wirklich mit einer riesengroßen Kamera da rumzurennen. Das heißt, wir haben uns alle wirklich nur eine kleine Pocket-Kamera mitgenommen, vielleicht noch eine winzig kleine Drohne und selbst das hätte eben schon kritisch werden können. Jetzt geht die Reise aber richtig los und es war von Anfang an direkt richtig super spannend. Mein Flug begann in Berlin-Tegel, von da ging es nach Frankfurt, von da nach Johannesburg, Südafrika und von da dann nach Windhoek in Namibia. Was man normalerweise macht, wenn man mehrere Flüge hintereinander hat, man gibt seinen Koffer ab und dann lässt man den durchchecken. Man sagt halt einfach, ich fliege von da nach da nach da und der Koffer sollte bitte automatisch weitergereicht werden. Das hat der liebe Malte aber akkurat verpennt. Und was hat er gemacht? Er hat es halt nicht gemacht und dementsprechend hätte er als Konsequenz eigentlich in Frankfurt seinen Koffer nochmal abholen müssen, um den dann wieder abzugeben und dann zu sagen, jo, jetzt bitte durchchecken, ich hole mir den dann in Namibia ab. Das Problem war allerdings, dass wir eigentlich ursprünglich 3 Stunden Zeit gehabt hätten in Frankfurt für so eine Nummer, jetzt aber durch eine Wetterfront, die sich da dazwischen geschoben hat, der Flug genau 3 Stunden Verspätung hatte. Das heißt, wir kommen in Frankfurt an
und es ist halt einfach keine Zeit, mir diesen Koffer zu holen. Der Malte hat sich relativ schnell damit arrangiert, auch ein ganz cooler Typ, gesagt, ja, dann, der kommt, irgendwie kommt er schon nach, ne, ich kaufe mir dann vor Ort, muss mir einer eine Unterhose leihen und dann kaufe ich mir da dann noch eine zweite Hose. Mein T-Shirt ist so Quick Dry, ne, das kann ich im Fluss halten, in der Sonne halten, ist fertig, top vorbereitet, der Mann. Andere Problem war, wir sitzen jetzt also im Flieger, Malte denkt sich, gut, Koffer, ne, kommt schon irgendwie nach, aber einer fehlt. Und wer ist es? Es ist der Snob. Es ist Peter. Denn Peter hatte ebenfalls eine Verzögerung auf seinem Flug nach Frankfurt. Das heißt also, wir sitzen alle im Flugzeug, warten. Der Kapitän wird schon total unruhig. Die Stewardessen werden total unruhig. Und der Peter, der lässt sich eiskalt mit dem Bus über den Frankfurter Flughafen fahren, bis er dann zu einer Baustelle kommt und dann wirklich aussteigt und über diesen Flughafen läuft. Was du ja normalerweise wirklich absolut nicht darfst, aber anscheinend haben sie bei ihm eine Ausnahme gemacht. Wir sitzen alle im Flieger, wir kommen alle an, alles top. Aber auch Peters Koffer hat es leider nicht geschafft. Das heißt, wir kommen in Namibia an, alle haben ihre Koffer, außer Peter und Malte. Macht aber nichts, denn ich habe vorsichtshalber exorbitant viele Unterhosen eingepackt. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas bestimmt ganz doll schief läuft. Und habe natürlich direkt gesagt, Leute, wenn es hart auf hart kommt, könnt ihr eine von mir haben. Also geht's erstmal los. Wir sind zu Is nach Hause, wurden dort ausgestattet mit richtig schicken Klamotten und vor allen Dingen einer SIM-Karte, denn ab und zu gab es doch mal so ein kleines, ja, das Gegenteil von einem Funkloch, wo du ganz kurz mal 4G oder wenigstens irgendwie Edge hattest und dann doch mal eine WhatsApp schicken konntest oder mal ein Instagram-Bild hochladen. Und dann ging's direkt auf in die erste Lodge. Das war die Onyala Lodge. Wir sind also raus aus der Stadt Windhoek und sind quasi ins Nichts gefahren, denn auf einmal fährt man von der geteerten Straße ab und dann geht es wirklich über einen Sandweg ins absolute Nichts. Da sind dann ein paar Berge und ein paar Büsche und dann auf einmal Tiere. Du siehst halt wirklich Paviane und so kleine Wildschweine und tatsächlich hier und da auch mal eine Giraffe. Und ich weiß ja nicht, wie viele von euch aus einer Großstadt kommen. Bei mir in Berlin ist es so, wenn ich nachts in den Himmel gucke, selbst wenn ich denke, es ist sternklar, dann siehst du halt irgendwie 3 Sterne. Dann fährst du das erste Mal in deinem Leben raus nach Brandenburg, stellst dich nachts um 2 auf den Acker und denkst dir, damn, das sind ganz schön viele Sterne. Und dann fährst du zum ersten Mal in deinem Leben nach Namibia und guckst da um 2 Uhr morgens irgendwo auf dem Acker hoch in den Himmel und siehst einfach mal die Milchstraße. Wir haben jetzt also unsere erste Nacht in Afrika überlebt, wir haben unsere ersten Tiere gesehen und wir hatten unseren ersten Wow-Moment. Das heißt, am nächsten Tag konnte es endlich losgehen, der Roadtrip quer durch Namibia, aber nicht, bevor wir nicht nochmal ein letztes Mal am Flughafen vorbeifahren, mit ganz vielen gedrückten Daumen und ganz viel Überzeugungsarbeit von Is, denn ihr müsst euch vorstellen, der ist in Namibia wirklich ein fucking Rockstar, den kennt da gefühlt jeder. Haben wir es echt geschafft, dass Peter und Malte beide hinter die Absperrung durften, in den komplett abgesperrten Bereich und dort ihre Koffer identifizieren, die mittlerweile angekommen sind. Das heißt, wir waren endlich alle zu 100% komplett und ich hatte alle meine Unterhosen für mich. Das heißt, alle in den Bus und losgefahren. Nach ein paar Stunden sind wir also angekommen an der nächsten Location, der Okunjima Lodge. Und normalerweise müsst ihr euch das vorstellen, diese Lodges, diese Villen, sind irgendwie immer in so einem eingezäunten Bereich, dass man eben sicher ist vor Tieren. Gerade in diesen Buschvillen, in denen wir da waren, war es so, dass du komplett wirklich mitten im Busch warst. Das heißt, wenn du morgens deinen Fond aufgemacht hast, bestand zumindest zu einem ganz kleinen Prozentsatz die Chance, dass da irgendwie ein Kojote oder ein Gepard oder sowas davor steht. Ist nicht passiert, ne? Da hatten wir vielleicht irgendwie Glück oder auch Pech, je nachdem, wie man es drehen will. Aber wir hatten ja genug andere Chancen, Tiere zu sehen. Wir hatten nämlich 2 wunderbare Guides, die sind da mit uns durch die Gegend gefahren. Und dann haben wir unter anderem Sachen gemacht wie Geparden suchen. Und das ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Also man fährt da jetzt nicht ziellos durch die Gegend und guckt und irgendwo sagt man, oh, da hinten im Busch habe ich einen gesehen. Ist natürlich alles ein bisschen professioneller. Viele der Großkatzen oder der Großtiere haben da halt so ein Halsband um. Und da ist ein kleiner Sender drin und jede Sekunde gibt der einmal so ein Ping von sich. Und dieses Ping wiederum wird aufgenommen mit einem Walkie-Talkie und so einer normalen Radioantenne, die dann halt in eine Richtung gehalten wird. Die sind allerdings nicht hundertprozentig genau. Das heißt, man macht erstmal einen Winkel, also einen Bereich fest, wo das Tier ungefähr ist und dann wird das Signal immer lauter und gibt einem halt an, ob das Tier sich nähert oder eben nicht. Das Problem ist, wenn da irgendwie Sträucher, Bäume oder kleine Hügel im Weg sind, wird es eben noch ungenauer. Das heißt, wir steigen also aus dem Jeep aus, wir wollen die Tiere ja nicht verschrecken und gehen im Gänsemarsch durch den Busch, bis unser Führer plötzlich vor uns steht und auf einmal den hier macht und nach vorne zeigt. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, hier stehe ich, hier steht unser Guide. Ein Meter von mir entfernt ist so ein kleiner Busch und nochmal einen Meter dahinter, und ich weiß nicht, wie ich es nicht gesehen habe, bis er den gemacht hat, liegen 2 Geparden im Sand. Also wirklich komplett getarnt, aber eigentlich auch komplett offen. Und was passiert? Wir stehen da, sind alle völlig, völlig mindblown, wie nah diese Viecher an uns dran sind, und auf einmal stehen die auf. Und du merkst schon, wie so ein ganz leichtes Raunen durch die Gruppe geht, und die gucken uns an, und dann fängt er an zu knurren. Und während wir uns alle furchtbar in die Hosen machen, ist unser Guide völlig entspannt, denn die Geparden knurren. Und dann gehen sie einfach weg. Aber das war tatsächlich nicht das Nächste, was wir in dem Tier gekommen sind. Denn eine der Organisationen, zu der ich jetzt kommen will, die da arbeitet, nennt sich AfriCat. Und die, wie der Name schon sagt, kümmern sich eben um die Katzen in Afrika. Also nicht die kleinen Katzen, sondern die Großkatzen und deren Wohl. Aber auch um das von ein paar anderen Tieren. Und um das zu tun, muss man natürlich auch wissen, wo sich die Tiere befinden, wie sie sich fortbewegen, wie so das Sozialverhalten ist. Und das funktioniert eben über das Tracken der Tiere mit diesen Halsbändern. Diese Halsbänder haben aber eben nur eine begrenzte Lebenszeit. Das heißt, die Batterie von den Dingern ist irgendwann alle. Was macht man also? Irgendwann muss man dem Tier ein neues Halsband umlegen. Das passiert aber nicht so einfach. Ne? Du kannst nicht einfach hingehen zu so einer braunen Hyäne und sagen, put put kitty kitty, komm mal ran hier, kriegst ein neues Halsband. Die macht dich halt einfach weg, ne? Die beißt halt auch durch Knochen durch.
Da muss man ein bisschen schlauer vorgehen. Wir hatten jetzt das Glück in dem Fall, dass eine Giraffe mitten im Busch an Altersschwäche verendet ist und dementsprechend natürlich super als Lockmittel genutzt werden konnte. Da kam also irgendwann eine der Braunhyänen an, die ein neues Halsband benötigt hat, hat sich da satt gefressen und dann da wirklich einfach hingechillt. Die hat da einfach ihren Mittagsschlaf, ihr Verdauungsschläfchen gemacht, was also die perfekte Möglichkeit war für den deutschen Arzt, das Tier mit einem Betäubungsfall zu betäuben und dann einmal zu kontrollieren, ob alles klar ist und vor allen Dingen dieses Halsband auszutauschen. Während wir jetzt also alle um die Ladefläche von diesem Pickup drumstehen, wo die betäubte Hyäne drauf liegt und zugucken, wie die halt wieder fit gemacht wird, kommt auf einmal so ein kleiner Coyote ran und probiert sich an diesem Giraffenkorpus da satt zu fressen. Das heißt, ich stehe da und ich kann mich nicht entscheiden, wo ich hingucken will, weil einfach so viel krasser Scheiß auf einmal passiert. Auf der einen Seite eine Hyäne zum Anfassen und zum Gucken und auf der anderen Seite The Circle of Life. Und das war gerade das Geile an dieser Okonjima Lodge. Wir hatten neben unserem Essbereich so eine relativ große Holzterrasse und die hat direkt auf ein gigantisches Wasserloch geguckt. Es kann also durchaus passieren, dass du abends mal da gesessen hast und einfach nochmal so über den Tag nachgedacht hast, was du alles gesehen hast. Und dann kommt da so eine kleine Herde Zebras an und trinkt sich satt. Zwei Nächte am Wasserloch waren aber genug, also ging es am nächsten Tag endlich weiter. Wir fahren zur Hobatere Lodge, denn neben den ganzen großen Tieren, die wir bis jetzt gesehen haben, also Geparden, Leoparden, Hyänen, Kojoten, Zebras, Giraffen, Kudus, Springböcke und was weiß ich nicht alles, hat uns eins noch gefehlt, nämlich der König des Dschungels, ja, der Löwe hat noch gefehlt. Und genau den gibt's eben in dem Areal rund um die Hobatere Lodge, aber wir waren eben nicht nur zum Löwengucken da, sondern auch um zu sehen, wie der Löwe denn im sozialen Konstrukt funktioniert. Denn was da passiert ist, dass die Löwen frei rumlaufen, dementsprechend kann es aber auch passieren, dass die ab und zu mal auf die Farm der dort ansässigen Farmer kommen und da irgendwelche Viecher reißen, was natürlich für den Farmer unglaublich unpraktisch ist, denn die Farmer dort vor Ort sind so arm, alles, was sie haben, ist eben deren Tier. Das heißt, du kannst den Reichtum der Leute dort wirklich in Kühen und Schafen und Ziegen messen. Wenn da dann ein Löwe ankommt und deren Kapital wegfressen will, ist die erste Reaktion, die so ein Farmer hat, der Löwe muss weg, den erschieße ich jetzt. Und hier kommt die Africat Foundation wieder ins Spiel, denn die wiederum sagen, können wir den Löwen bitte nicht erschießen. Da hat der Farmer natürlich alles recht, weil wenn der wirklich nur von seinen Tieren leben kann, ist die erste logische Reaktion, Löwe muss sterben. Die Africat Foundation sagt, wir können doch bestimmt irgendwie einen Dialog starten. Und das machen sie auf verschiedene Art und Weisen. Sie wollen A, natürlich so ein bisschen Grundaufklärung über die Tiere bieten, aber zum anderen helfen sie wirklich den Farmern vor Ort. Das heißt, sie bauen bestimmte Gehege, die eben so konzipiert sind, dass da das Tier nachts über rein kann und der Löwe eben dann aufgrund der Art, wie dieses Gehege gebaut ist, nicht reinkommt. Und dann gibt es noch eine Erfindung von einem 15-jährigen Jungen, die ist wirklich so simpel und so genial und ist aber so effektiv gegen Löwen, die würde ich euch kurz erklären. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eine kleine, ungefähr so große Plastikbox, wo normalerweise so für Stromverteiler irgendwie die Stecker alle drin reinkommen. Und was er da reingebaut hat, ist eine kleine LED, oben ein kleines Solarpanel und innen drin so ein Raspberry Pi, also so ein Minicomputer. Was passiert ist, das Ding lädt sich eben tagsüber auf durch die Solarpaneele und sobald es dunkel wird, fängt die LED an zu blinken. Wenn ihr diese Dinger jetzt so in 15-20 Meter Abständen an diesen Gehegen aufbaut, sieht das von weitem so aus für den Löwen, als ob da eine Stadt wäre und hält den tatsächlich ab, dahin zu gehen. Also wirklich die billigste Erfindung, auch wirklich super günstig in der Herstellung, einfach alle 20 Meter hingeklatscht und schon kommt der Löwe nicht mehr. Ist also praktisch für die ansässigen Farmer, denn die können ihre Tiere halten und praktisch für den Löwen, denn der kann weiterleben. Aber wir wollten natürlich nicht nur was über die Tiere lernen, sondern auch über die Kultur. Deswegen haben wir auf dem Weg zur letzten Lodge einen kleinen Zwischenstopp gemacht im Damara Land und das klingt jetzt wie Tomorrowland, also wie dieses riesige Musikfestival, hat damit aber tatsächlich so wenig zu tun, wie es nur sein könnte. Das Damara Land ist ein Living History Museum, das heißt, das ist ein Dorf, was in dem Stil aufgebaut wurde, wie es tatsächlich früher damals bei den Damara, also einem der Völker, die da leben, aussah. Das heißt, du hast da wirklich eine altertümliche Schmiede, ein altertümliches Kräuterhaus mit der ansässigen Kräuterhexe bis hin zum Zelt vom Stammesoberhaupt. Und dann wurde uns eben gezeigt, wie der Tagesablauf bei den Damara damals war. Aber irgendwann waren wir auch fertig damit, uns Wissen reinpressen zu lassen. Und es war Zeit für die Damara Mopane Lodge, also unseren letzten Aufenthalt draußen im Busch. Und das war mal eine gelungene Abwechslung, denn nach all dieser Steppe war es wirklich mal schön, Bäume zu sehen. Es war wirklich, also hatten wir bis dahin so gut wie nicht. Aber nicht nur schöne Bäume gab es da zu sehen. Es war vor allen Dingen auch der Ort für den schönsten Sundowner von allen. Und Sundowner habe ich euch noch gar nicht erklärt. Ein Sundowner ist für mich die beste Tradition, die man in Namibia haben kann. Beim Sundowner geht es einfach nur darum, dass ihr, während die Sonne untergeht, irgendwo ganz entspannt sitzt mit euren Kumpels und euch irgendwie ein kaltes Getränk reinstellt. Da muss auch nicht zwingend Alkohol drin sein. Es geht hauptsächlich darum, dass man da sitzt, der Sonne beim Untergehen zuguckt und einfach nochmal schweigt und wirklich den Tag entspannt ausklingen lässt. Und das mit der Aussicht, die wir da von diesem Sundowner-Deck hatten, war der absolute Wahnsinn. Nach dem super entspannten Sonnenuntergang gucken also jetzt eine letzte Nacht im Busch in der Damara Mopane Lodge und dann ging es wieder Richtung Zivilisation. Auf dem Weg nach Swakopmund sind wir an der Skeleton Coast vorbeigekommen und die Skeleton Coast heißt nicht umsonst so. Ihr müsst euch das vorstellen, der Wasserstand Richtung Strand wird zum Teil so schnell, so niedrig, dass gerade früher ewig viele Schiffe da liegen geblieben sind und dann blieb der Crew nichts anderes übrig, als von Bord zu gehen und am Strand lang zu laufen, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal auf Zivilisation treffen. Gerade früher war da aber nicht viel, weswegen eben viele Leute da elendig
eigentlich am Strand verreckt sind, dementsprechend auch Skeleton Coast. Und diese Stimmung, die spürt man da, besonders aber, was das Wetter angeht. Wo wir vorher wirklich perfekt blauen Himmel und strahlende Sonne und keine Wolken hatten, war es da auf einmal so, dass sich der komplette Himmel zuzog, alles war grau, es wurde so niesel, nebelig, regnerisch und kalt. Und das war man vorher nicht gewohnt. Ich war mir mittendrin nicht mehr sicher, bin ich jetzt in Namibia oder doch an der Ostsee. Und dieses Ostsee-Urlaubsfeeling hat sich auch in Swakopmund noch mehr verstärkt. Denn irgendwie habe ich mich tatsächlich so gefühlt, als wäre ich jetzt in Binz auf Rügen. Du hattest so eine kleine, süße Stadt, wirklich direkt am Wasser. Morgens eine riesige Nebelwand, die verschwindet irgendwann über Mittag. Dann wieder strahlend blauer Himmel, schöne Sonne, perfektes Badewetter. Und abends dann wie bei The Fog kommt dieser Nebel einfach langsam wieder. Aber nicht nur das, die Gebäude sahen zum Teil wirklich sehr, sehr deutsch aus. Und du hattest neben vielen englischen und auch afrikanischen Straßennamen wirklich sehr, sehr viele deutsche Namen. Du hattest dann halt das Restaurant zum Hafen oder auch die Straße, die wirklich zum Leuchtturm hieß. Das ist halt alles noch aus der deutschen Besatzungszeit da geblieben und wirklich viel von dieser deutschen Kultur ist da vertreten. Es gibt in Swakopmund, ich wollte meinen Augen nicht trauen, einen Karnevalsverein, die dann wirklich Karneval in Afrika feiern. Ich glaub's nicht. Nach diesem krassen Kulturschock und dem Resozialisieren mit den ganzen Menschen, die da auf einmal überall waren, war es dann aber doch Zeit, wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Aber was habe ich jetzt mitgenommen aus Namibia, abgesehen von diesem ziemlich coolen Hut? Wirklich einfach eine ganze Menge krasser Erinnerungen, überraschend wenig Sonnenbrand und Mückenstiche. Sehr viel Respekt vor der Arbeit der Africat Foundation mit den Tieren und den Menschen da in diesen Regionen. Und den Wunsch, doch vielleicht nochmal irgendwann wieder nach Namibia zu fliegen. Und wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr vielleicht irgendwann im Urlaub hinfahren sollt, vielleicht habe ich euch inspiriert, also Namibia Roadtrip oder generell Afrika, wenn man noch nicht da war, ich möchte nicht sagen, muss man mal gemacht haben, ne? Man muss gar nichts, aber doch, kann man mal machen. Danke fürs Zuschauen, schönen Tag noch.